Ey. Ich knall Kommt schon noch, alles in kommt St ich noch. knall schon alles nur noch in Stärke rein, ey. Okay, und da ist ein Fernkampfangriff. Sehr schön. Hat eine beschissene Reichweite. Aber es ist ein Fernkampfangriff. Von hinten! Sie kommen von hinten! So. Und die hier stehen auf. Skelette stehen fast immer auf, wenn sie einfach nur liegen. Ich konnte hier gerade ein Skelett daran hindern, aufzustehen. So, hier runter erstmal, oder? Ih, ah. Schleim. Okay, wir haben hier zumindest schon mal den Zugang zum Endboss. Den gehen wir aber als letztes uns dann holen, wenn wir hier mit dem oberen Level durch sind. So viele Urnen hier noch. Da oben sind Gegner. Schön, wie die einfrieren. Ja, geht sehr, sehr gemütlich. Also als ich alleine gespielt habe, hatte ich ein bisschen zwischendrin ein bisschen mehr Probleme. Aber da bin ich auch schneller zum nächsten Gebiet gelaufen. Also da war ich immer eins und ein, also ein oder zwei Level unter dem, was es ja, eigentlich sein sollte. Ja, das kam mir auch vor. Ging aber trotzdem noch. Also als Engineer hatte ich da in der Demo, ne, die mögen ja auch den Schwierigkeitsgrad verändert haben seit der Demo. Das war ja noch vor dem eigentlichen Steam-Release und bevor dann diese, Nicht-Steam-Version rauskam. Da können wir unten rein, oder? Nee, wir haben da oben noch was zu entdecken. Ah, okay. Den machen wir als letztes, weil da kommt dann ja auch ein Portal, wie man es aus Diablo 3, Diablo 3 gesehen hat. Nein, ich habe es nicht gespielt, ich werde es niemals spielen. Ich habe mein Key verschenkt mittlerweile. Also an meinen kleinen Bruder habe ich es weitergereicht, das Spiel. Ja. Hast du was Gutes getan? Ja, wobei ich hab's, eigentlich ich hab's, nicht. Ich habe es einmal durchgespielt und danach brauchst du es nicht mehr spielen. So, das ist einmal eine Runde Spielspaß von 8, 9 Stunden oder so. Ja. So, oh, ich hab was von dem Ghastly Set gekriegt. Ja, die Sets kriegst du hier auch ziemlich gut zusammen, muss ich sagen. Ich glaube, die packen diese Sets, naja, dass sie halbwegs halt zusammenkommen, ja? Ich hoffe, du weißt, was ich meine. dass sie zusammenkommen. Ich meine damit hauptsächlich, dass du findest die auch ganz du findest gut. Die zusammen. Also nicht, dass man da so wie andere Diablo, wenn man sich da zurückerinnert, keine Ahnung, durch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade gespielt hat und dann hast du vielleicht zusammen. Hier scheint tatsächlich so ein paar zusammenhängende Maps, hast du eine gute Chance, ein Set zusammenzukriegen. Und vor allem ist ein Set nicht, wie es aussieht, keine feste Anzahl an bestimmten Items, ganz bestimmte, sondern es ist halt ein Attribut, was es einfach haben kann. Es gehört zu dem und dem Set. Weil ich habe, ne, es gibt einen Bonus bis maximal 3 Gegenstände zusammen. Lass uns mal runter. Jupp. Ne, 4 maximal, was ich bisher gesehen habe. Oder meinetwegen 4. Aber trotzdem kann es sein, dass du 5 oder 7 unterschiedliche Sachen findest, die dann ghastly sind. Ah, okay. Also das, diese Aussagen betreffen dann immer... Wow, da hinten ist der Dicke. Wo? Wo ist das Schwein? Okay, hier nutze ich auch mein Mana. Fallen Guardian und der greift mich an die Arsch. Headless Shrieker, Mooncatcher, da sind auch noch andere besondere mit bei. Ich bin gerade am Verrecken. Ja, einen Heiltrank werde ich jetzt auch mal mit zu mir nehmen. Jetzt gibt es auch einen Cooldown. Frier den Großen mal ein hier, der geht mir auf den Sack, der schießt ja, mir mal ich glaube, allzu große Einfrierchancen habe ich kaum. Die Mana-Potions reichen gerade so, dass ich dann immer meine Fähigkeit aktiviert haben kann. Ja, wir haben das erstmal in Quest aktiviert. Ich werde die Tipps noch aktiviert lassen, falls mal doch etwas kommt, was ich noch nicht weiß.
Torchlight 2 wurde noch nicht lange gespielt. Und deswegen ging mein Leben so schnell runter. Deswegen. Weil der Kerl so nah an mir dran stand. Ich dachte, der komische Magier wäre der Besondere. Nee, das ist der Kerl mit dem Schwert. Mit dem großen, bösen Schwert. So. Haben wir damit jetzt Tier 1? Nee, noch nicht. Ein Punkt da noch. Ich hätte einen Helm für dich, der macht plus 7 Mana. Oh, das ist glaube ich nicht schlecht. Ich weiß gerade gar nicht, was ich für einen Helm habe. Ich habe gerade einen, der gibt... Ja doch, 50 jetzt hat mich auch nicht so viel. Können wir gleich mal schauen, wenn wir hier das Quest durch sind. Lass uns nochmal durchgehen. Yo, yo. Weil hier hinten ist nochmal bestimmt eine Truhe, wo es einiges zu sammeln gibt. Hier geht's noch weiter. Ah! Ich dachte, das wär's gewesen. Da waren noch ein paar Gegner. Hier ist nochmal ein Skelett. Sag doch General was, ich stehe hier ganz alleine, Mensch. Ist eigentlich fast immer der Fall, dass es da noch mal, danach nochmal eine Kiste gibt. So, und Portal to the Surface. Mensch, doch, und ich renne da wieder hin. Ich gucke erstmal gemütlich in mein Inventar. Tja. Oh, ich bin ja auch schon wieder ein Level aufgestiegen. So, das Ding macht mehr. Jetzt kann ich auch endlich deinen Hammer tragen. Aha. Cast-Speed 8% finde ich jetzt nicht so wichtig. Nehmen wir den hier. Als späteren Stab. So. Genau, dann sollten wir vielleicht erstmal handeln und... Okay, ich brauche Identifikationsrollen, das darf mir aber gleich mein Viech mitbringen. Ja, wir können handeln, meinetwegen. Okay. Dann gehen wir mal auf die Handelsliste. Twit. Oh, hier haben wir das. Ist currently busy. So, jetzt bin ich da. So, gehen wir mal kurz durch, was ich vielleicht selbst brauche von dem, was ich habe. Oh, die Hose nehme definitiv ich. So, habe ich sonst noch was für dich? Hm. Handschuhe, 4 physischen Rüstungen und 10% mehr, dass dein Vieh Schaden macht. Nee, ich habe diese Ghastly Gloves. Okay. Die probiere hake ich erstmal, bis ich was... Hier kann ich doch ein Schild, kann ich ja jetzt mitführen, wenn ich einen einhändigen Stab habe. Hose, das Ding ist auch nicht gut. Hast du... Ne, das wird's nicht haben. Weil das sehr hohen Fokus braucht. Handschuhe 3 plus 12 Leben dazu und 1 Stärke. Nee, ich brauche keine Handschuhe. So, das passt. Also ich brauche eigentlich nichts gerade. Okay, vielleicht habe ich später einen guten Helm für dich. Den kann ich aber dann nicht identifizieren. Gut, dann machen wir es erstmal so. Dann habe ich gerade nichts für dich. Sehr schön. So, Pet Inventory. Was war das andere? Hatte ich nicht 2 Sachen von dir bekommen? Ja. Und Helm, genau. Wie schicke ich mein Vieh jetzt nach Hause? Send Pet einfach, to Town. Ah, okay. Genau, da ist so ein kleines Ding. Und du kannst auch vorher schon eine Shoppingliste anklicken. Ah, brauch ich nicht, ich habe alles. Ja, ich brauche Identifikationsrollen, da habe ich schon fast alles verbraucht. Das Ding behalte ich. Ja, das ist jetzt mal Schaden, den ich hier austeile. Your pet's pack is full. So, und dann werden mal ein bisschen... Wow, man kann ja also durchgehen, welche Größe die Mana-Tracker haben. Das wusste ich gar nicht. At one. Okay. Achso, dann wird einer gekauft. Juhu, mein Pet hat mir 1000 Gold mitgebracht.
mein Pad wird wahrscheinlich mir kein Geld mitbringen, dafür kaufe ich zum Verein. Lass sie erstmal hier hoch, Ari. Wir haben hier noch die Brücke. Ja, ich hab da nur ein bisschen mit denen gespielt, okay? Machst da unten schon alles frei. Ja, du hast da unten nur gespielt. Ja, die wollten eine Runde hier Ringelpiez mit Anfassen spielen. Aha. Oh ja, ich hab hier aber für Gegner gesorgt. Ich hab hier so ein Tranquil-Ding gefunden. Ist wahrscheinlich fürs Quest, wa? Ja. Ich meine, mich an sowas erinnern zu können von dem Kerl, der hier vorne am Grabstein stand. Ja, wird's. Wahrscheinlich kriegst du immer die Dinger, weil du Host bist. Ah, gut, was gibt uns denn? Zwei Hände, bla, ist blöd. Ja, ich hab was für mein Pet gefunden. Gekriegt. Ja. Ein schönes Halsband, jetzt hat's alle drei Sachen voll. Der Ossi, Mensch, der Ossi. Ja. Mit P. So. Und jetzt können wir da unten weiter. Das war's da oben schon? Ja. Weiter geht's da gar nicht mehr. Ist abgeschlossen, sieht man auf der Minimap. Ach ja. Da hast du hier noch eine übrig gelassen. Ich habe hier noch viele übergelassen. Ach Gott. Ich sollte hier nicht auf die Uhren klicken, wenn ich noch gar nicht die Reichweite dafür habe. So, ich gehe mal kurz hinten hoch. Vielleicht geht's da noch ein bisschen weiter. Jo, da war ich schon. Ja, aber ich muss es auch auf meiner Karte haben. Und da unten ist ja auch schon der Ausgang aus diesem Gebiet hier. Oh, da ist noch ein kaputter Skelett. State your business. Nee, machen wir nicht. Was hat er gesagt? Ich glaube, der hat irgendwas über meine Mama gesagt. Ja, die sagen eigentlich alle nur, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst, die sind ja alle so böse, die Viecher. Das ganz in jedem Dingens ist das so, ne? Weil die haben genau dasselbe. Ja, was sollen wir denn machen? Ja, ich ziehe gerade mit einer Holzkeule raus, okay? Ich bin Level 1. Was soll ich denn machen, ne? Ihr steht da komplett in Montur mit Schild und Schwert, ne? Und ich darf losgehen, hab eine Keule mit einem Nagel drin. Um die Gegner kaputt zu hauen. Die habe ich mir auch noch selbst zusammengezimmert und dabei den Daumen angeschlagen. Und ihr erzählt mir, ich sei der große Held, ja? Ich hab ein paar Lederfetzen und Leinlumpen mir geklaut. Und jetzt soll ich Diablo töten? Ein Gott? Tja, wir haben unser erstes Waypoint-Portal. Braucht man eigentlich fast nie. Glaube ich auch. Oh. Ja, geil. Ja, natürlich. Jetzt bin ich 30 Health Potions. So. Jetzt gehen wir hier mal im Uhrzeigersinn. Ja, ein bisschen Abwechslung wollen wir auch halten. Bring out the dead. Aha, ja, hier ist nämlich nochmal irgendwo ein. Irgendwo ein Quest. Okay, diese Dungeons, die unterscheiden sich auch wirklich immer mal. Da hinten ist ein besonderer. Und der summoned Gegner. Du hast hier wieder was angelockt. Als Outsider ist es unglaublich wichtig, stehen zu bleiben für die Angriffe. So, gehen wir hier erstmal weiter. Schön. Randlang. Weil das hier ist jetzt ein größeres Gebiet. Hier muss man sich mal mit Struktur durcharbeiten. Geil, ich habe mir jetzt einen Stein in meinen Dingens reingesetzt. Der Schaden, der richtig ordentliche Schaden. Böses Hündchen, böses Hündchen. Ja, ich komm da nicht hinterher, ich hab grad Lags. So, jetzt kann ich aber casten, ohne dass ich Mana verbrauche. Haha, weil mein Charger ist voll. Schön. Ich hab grad mega die Lags gehabt. Ja, kann ja sein. Dabei bin ich Host. Tja, ich hab ab und an mal so einen kleinen. Aber das ist ein Ruckler, kein Lag. Du hast kurz mal ein Bild. Moderator fehlt.
Ja, solche Schreine, ne, die sich dann immer wieder aufladen mit Gegnern. Die geht auch. So, und jetzt muss ich casten und möglichst viel Schaden machen, damit ich immer weiter casten kann. Mein Mana regeneriert sich dabei, das finde ich so cool. Oh, aber es wird nicht unendlich gehalten. Okay, diese passive Fähigkeit, dass das länger hält. Wann ist denn der Schrein hier endlich leer? Dann, wenn er jetzt Sachen schmeißt und es wieder hell wird. So, hier hinten können wir nicht rum, aber hier können wir hoch. Ach, wir haben ja auch ein Level wieder bekommen. Oh. Das vergesse ich bei Torchlight sehr gerne. Zum Glück wird das in den Ladebildschirm angezeigt. Sie haben ein Level vergessen? Nee, da, wie viele unverbrauchte Punkte du hast. Ich habe 3 Skillpoints zu verteilen, ich hab dich gar nicht geteilt. Ah. Ich sehe auch deinen Roboter gar nicht mehr. Den musst du auch ab und an mal casten. Ja, den hatte ich vorhin, aber der ist kaputt gegangen zwischendrin. Was denn für dich noch? Ah, was waren das denn für... Das finde ich blöd. Das andere ist brauchbar. So. So. Packe schon mal Sachen rüber. Das Ding sieht cooler aus. Reicht auch schon. Natürlich als Magier nehme ich. Ich möchte, dass du dieses Ding trägst. Als Waffe. Was denn? Ich finde es so passend für dich. Ich gebe es dir gleich einfach. Oh, gut. Archer. Ah, den Stab kann ich. So, wo bist du? Da. Handeln. Oh, okay. Könnte besser sein. Ja, dann brauche ich. Ja, der ist eigentlich besser als meiner. Ja, also du brauchst Level 11. Nee, das habe ich ja. Aber ich brauche dafür erst die Steine. Dann ist der erst besser, wenn ich durch Steine Zusatzsachen reinsetze. Aber wie geil das Ding aussieht! Guck mal, siehst ja, du das? Ja, ja. Deswegen will ich ja, dass du das Ding trägst. Das passt so zu dir. Aber ich finde, der andere ist gleich stärker. So, ich muss mal kurz sehen. Nee, das Ding ist doch ein bisschen schlechter. Okay, Wurst. Wieder rauszoomen. Wir brauchen hier Übersicht fürs Monsterklöppeln. Oh, hier ist irgendwas. Ja, hier müssen wir jetzt gleich Sachen in der... Oder? Nee, da müssen wir gleich erstmal... Genau, Untoten oder so kaputt machen. Irgendwas ist hier an Gegnern. Wahrscheinlich die hier töten. Weil dann sieht man auch einen Effekt, dass die Tür aufgeschlossen wird. Das kriegt man dann alles schon mit. Hier, der Kerl nämlich. Den siehst du nämlich jetzt hinlaufen. Vielleicht ist es nur der eine, vielleicht müssen wir aber noch ein bisschen mehr töten. Also, Torchlight ist jetzt auch kein Spiel, wo man lange überlegen muss, wie mache ich das denn? Wie komme ich denn zu diesem Quest? So, uns fehlt eigentlich noch ein Level, aber das hat... Rauf da, rein da. Ich hatte vorhin so ein Quest, wo ich halt überlegen musste, da musste ich halt diese... Also gestern hatte ich so ein Ding, da musste ich so ein Spinnennest dafür Dinge mit so Gift zumachen oder so, sonst kamen halt unendlich viele. Ja, ja. Hatte ich auch mal gehabt. Das habe ich erst nicht begriffen und da war halt so viel und ich habe schon komplett Mana rausgeknallt, Heiltränke verbraucht. Oh, von oben kommt gleich was. Leider können wir die scheiß Bogenschützen nicht treffen. So, hier an der Seite noch was? Nee. Oh,
Ah, du hast wieder deinen Bot dabei, das finde ich schön. Ist ja jetzt nicht so, dass wir wenig ankommen würden, ne? Ja. Ich habe das Spiel fast, die Lautstärke fast ganz auf Null und es ist trotzdem so laut. Ja, ich bei mir auch. Ich werde gleich mal schauen, nach später dann, wie das mit den Audiospuren ist. Weil nur wenn ich es dann extrem laut höre, muss es dann am Ende tatsächlich nicht so sein. Okay, hinter uns stehen sie auf. So, hinter uns ist Ruhe. Vor uns auch. In den Optionen kann man später zum Glück auch ausschalten, normale Gegenstände, dass sie einem überhaupt angezeigt werden. Aber das bisher nehme ich noch das Gold mit. Ja, ich weiß gar nicht, wie stark man Gold in dem Spiel braucht oder nicht. Und ja, ich auch nicht. Deswegen. Ich glaube, das wird sich später noch zeigen. Man hatte auch ein Torchlight. Man hatte eigentlich nie, also im ersten Teil, niemals Sachen gekauft, wirklich. Entschuldigung. Aber man konnte halt an anderen Sachen verzaubern lassen, sockeln lassen, verbessern, ganz viel verbrauchen an Geld. Ah, okay. Dafür hat man das dann gebraucht. Oh, hier ist jemand. Lässt du die Besonderer. Ganzen Truhen immer. You have become more interesting. Was für Truhen? Die ganzen Uhren und so weiter lässt er offen. Ja, ich dachte, du machst die kaputt und ich schlag die Gegner kaputt. Jeder das, was er am besten kann. Ich kann also aufräumen am besten. Danke. Aha, yo, hier Level geht's up. Aber auch noch weiter. So, dann lass sie erstmal links rum. Dann haben wir wieder eine Richtung. Na, komm. Dass man sie nicht schlagen kann, bevor... Ich sollte mal etwas Abstand nehmen. Wo die hier wieder alle herkommen. Spell Scroll, ja, die habe ich auch noch kaum verwendet. Auch in Deutschland 1. Hatte ich irgendwie nie Verwendung für. Wir haben hier wieder eine böse Truhe. Ach, du hast ja gerade so eine Shotgun-Büchse geholt. Ja, die habe ich schon länger. Ich wollte die nur mal ausprobieren. Die ist eigentlich gar nicht schlecht. Ganz ehrlich, mit den ganzen Knockback und so weiter. Vor allem dann sinnvoll, wenn du Fernkämpfer bist. Also als Outsider kann ich mir vorstellen, warum man das Ding nimmt. Ich wollte eigentlich auf Dual Pistol gehen. Einfach nur, weil es so geil ist. Okay, ich muss gleich mein Inventar etwas ausleeren. Ja, ich auch. Wir haben hier aber schon mal den Weg zum Endboss. Okay, Inventar erstmal. Ich sag dir Bescheid, falls ich was für dich finde. Ja, ich sag nichts, wenn ich was für dich hab. Gut, so wie immer, ne? Ja. Oh, glaub, sollte nicht besser sein als das, was du hast. Okay, zack. Nicht so toll. Okay, soll mein Pet mir was mitbringen? Was ist das denn? Big Health Potion. Nee, brauchen wir jetzt nicht. Ich habe was für dich. Brauchen wir auch nicht. Focusing Rawhide Gloves. 8 Mana Recover per Second plus 4 Vitalitätsbonus. Hört sich nicht schlecht an. Kleiner Moment, ich will eben mein Pet wegschicken. So, jetzt. Ja, muss ich auch gleich erstmal mein Pet wegschicken, aber... So, ich schau mal kurz, ob ich noch was anderes für dich habe. Ja, eventuell Schulterplatten.
Nett. Handschuhe, die mir Mana-Regeneration erhöhen. Achso, habe ich halt auch. Wobei, da aber 6 Mana Recovery. 0.6 Mana Recovery oder 3 zum Fokus. Achso, ich habe halt welche 0.8 Mana Recovery und 4 Vitalität. Nee, ich behalte die, die ich habe, weil sonst kann ich meinen Stab gar nicht mehr tragen. Okay, ich habe aber noch andere Handschuhe für dich. Also wenn ich sowas sehe mit Stärke oder sowas, dann gebe ich dir die einfach mal. Okay. Dann lass mal. Wo bist du? Da. Du kannst linksklick auf ein Bild gehen und dann auf Trade. Ah, okay. So. Dann, was will ich handeln? Das hier. Das ist mir anziehen. Ich muss es schon wirklich reinklicken, wie es geht. Weil Transfer, dann geht es ja auf dem Pet-Ding hin. Sonst noch etwas, was für dich gut sein könnte. Oh, die Handschuhe sind ja geil. Mhm. Dachte ich mir doch. Nee, der Rest ist jetzt nicht. Okay, da fehlt mir Stärke und Vitalität für. Ach, die kann ich auch noch nicht tragen. Level 12 oder 16 in Fokus. 8 Stärke Zusatz. Aber ich brauche 16 in Fokus oder was? So, lass runter. Ja, nee. Wir haben hier das Gebiet dann noch gar nicht fertig. Ah, okay. Erstmal. Icewing, ich habe ja auch noch ein paar Sachen rumliegen. Oh, ich bin ja ein Level aufgestiegen, hoppla. Stimmt, ich auch. Moment, dann warte auch kurz, dass ich hier Punkte. Und jetzt könnte ich mal die zweite Eisfähigkeit dazu packen. Haystorm. So, mehr Eisfähigkeiten werde ich eigentlich gar nicht nehmen. Ich arbeite mit dem Standard. Ups, ich warte auf dich. Ja, von dieser Map haben wir fast noch gar nichts erkundet. So. Ja, ich wollte, ja, ich musste irgendwas gucken. Wegen Skillen und so war ich mir gar nicht sicher. Ich habe jetzt was Sachen für meinen.